damit es wirklich umsetzbar ist, gebe ich mir 3 kurze Befehle. Hallo, ich möchte 3 Golfschwunggrundlagen ansprechen, die sehr wichtig sind für jede Spielstärke und die sind wichtig für Golfer, die zu sehr nach rechts schwingen und Golfer, die zu sehr nach links schwingen. Ich werde sie kurz alle 3 erklären und dann vormachen. Okay, fangen wir an. Wenn du es schaffen kannst, deinen Kopf beim Runterschwingen vorne zu lassen, während dein Hintern hinten bleibt, dass der Wirbelsäulewinkel nach vorne bleibt, dann ist es sehr, sehr schwierig für dich, den Schläger zu sehr hinter dir zu haben und zu sehr nach rechts durchzuschwingen mit Aufrichten des Oberkörpers. So, wenn du trainierst und du jemand bist, die eher aufsteht, die zu sehr nach außen schwingt, dann ist es für dich kritisch, beim Runterschwingen wirklich zu gucken, dass da vorne, der Kopf vorne bleibt, während du den Unterkörper drehst, dass du so viel Platz wie möglich hier unter der Brust hast. Nur für Golfer, die von rechts nach links schwingen, von außen nach innen, aus Rechtshänder, ist Folgendes ganz entscheidend. Automatisch neigt der Wirbelsäulewinkel ganz leicht weg vom Ziel. Nur wenn du es schaffen könntest, beim Abschwingen, während du mit dem Unterkörper arbeitest, dein Wirbelsäulewinkel leicht nach rechts geneigt lassen könntest, dann ist es für dich super schwierig, den Schläger nach vorne zu schmeißen. Klar, man kann auch mit den Händen den Fehler tun, aber viele Golfer, die das tun, ändern diesen Wirbelsäulewinkel von leicht nach hinten geneigt zu gerade oder sogar zum Ziel. Okay, so nur darauf denken, ich verlage schon mein Gewicht, aber mein Wirbelsäulewinkel bleibt gleich. So ist es fast eine Garantie, dass ich von innen oder auf der Ebene bleibe. Und jetzt der letzte Punkt. Egal, wer wir sind, wenn wir es schaffen können, die Arme in diesem Moment lang zu haben, während wir den Unterkörper viel geöffnet haben, dann bedeutet das, dass wir richtig releasen. Diese Position bedeutet viel besseren Kontakt im Treffmoment. Alle 3 Schwunggedanken gelten für alle Schläge in der Golftasche. Ich habe hier ein Eisen 5 und ich werde genau an diesen 3 Dinge denken. Kopf vorne, hinten, hinten, hinten. Wirbelsäulewinkel leicht hinten lassen. Und da in diese Streckung zu kommen. Damit es wirklich umsetzbar ist, gebe ich mir 3 kurze Befehle. Kopf vorne, Wirbelsäule rechts, strecken. Das sind 3 ganz wichtige Tipps für dich. Die Saison ist jetzt fast vorbei. Und wenn man ausschließlich auf die 3 Dinge konzentrieren könnte, man kann seine Kamera verwenden, um das zu kontrollieren, dann wirst du auf jeden Fall einen geraden Ball schlagen mit mehr Power und besseren Kontakt. Danke für das Zugucken und bitte abonniere Wohnhotrigolf.